Es kommt vor, dass man beim Training auf der Trackman Range die Position wechseln möchte, um beispielsweise bei Regen in eine Abschlagbox zu gehen. Manchmal bestätigt man auch versehentlich eine falsche Position auf dem Rasen und die Schläge werden nicht getrackt. In beiden Fällen beenden Sie Ihre Aktivität durch ein Tippen auf das Home-Symbol. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird Ihnen nun angezeigt, in welchem Bereich Sie sich befinden. Tippen Sie auf die Pfeile und wählen Sie im folgenden Menü den Bereich, in dem Sie sich befinden. Falls Sie Rasen gewählt haben und die Range gut besucht ist, tauchen oft sehr viele Positionen auf. Die Schläge zurückzusetzen hilft hier, den Überblick deutlich zu verbessern. Wenn Sie Ihre neue Position gefunden haben, bestätigen Sie diese und genießen Sie das Training auf der Trackman Range.